Hallo liebe Steinböcke, herzlich willkommen zurück. Ich freue mich auf euch. Heute machen wir es weiter mit der Astrologie der Selbstentwicklung und für den Monat Dezember 2021. Nun, wir sind im Dezember angekommen und ich persönlich bin überhaupt nicht in der Stimmung, irgendwelchen Abschluss zu ziehen, so eine rote Linie zu ziehen und in vielleicht so einem gewissen traurigen Zustand zu sein. Denn dafür gibt es zwei Gründe. Erstmal ist es so, dass jeder von uns hat einen persönlichen astrologischen Neunjahr. Und ich bin persönlich dafür, dass wir unseren persönlichen Rhythmen kennen und unseren persönlichen Zyklus ausleben. Natürlich, kalendarisches Jahr geht zu Ende, aber für uns kann das was ganz anderes bedeuten. Und zwar, das war der erste Grund. Und der zweite Grund ist, dass ich möchte nicht, dass wir die wertvolle Zeit im Dezember vergolden, obwohl es viele Feiertage gibt und die Stimmung ist vielleicht ein bisschen gedrückt. Trotzdem, es ist wichtig, dass wir diese Winterenergie, diese harte, klärende Energie trotzdem nutzen und vielleicht kennenlernen, wie man damit auch umgeht kann. Ich würde gleich loslegen. Deswegen, also das war meine Motivation. Am Anfang dachte ich mir, dass ich einen gewissen Abschluss machen möchte, aber irgendwie, nein, das kam nicht dazu, dass ich jetzt einen Abschluss ziehen möchte. Und ich gehe davon aus, dass da die Videoreihe Astrologie der Selbstentwicklung hilfreich für euch ist. Und Entwicklung hat ja keine Ende. Und deswegen, warum auch nicht im Dezember? Und es ist auch wichtig zu verstehen, dass wenn wir etwas nicht praktisch umsetzen können, ich kann mir das wohl vorstellen, dass im Dezember, auch nur weil es so viele Feiertage sind, wir nicht alles in die Materie umsetzen können. Aber das heißt nicht, dass wir nicht an unserem Körper arbeiten können. Zum Beispiel, wir können noch im Dezember mit Sport anfangen und nicht bis Januar warten. Wir können an der Ebene unserer Emotionen, unserem Intellekt arbeiten. Das ist auch alles Entwicklung, der am Endeffekt auch zu den praktischen Ergebnissen bringt. So ist das. Das war mein Gedanke, das war meine Stimmung, bevor ich angefangen habe, das Video aufzunehmen. Und ich hoffe, ihr seid auch der gleichen Meinung. Sonst schreibt mir, in welchem emotionalen Zustand ihr zurzeit seid, welche Emotionen euch überfüllen. Nun, für diejenigen, die auch schon lange mit mir sind, möchte ich sagen, dass im November die Energien und die Eigenschaften vom Planet Uranus für euch im Positiven fielen und im Negativen waren das die Eigenschaften vom Tierkreiszeichen wieder. Mal schauen, was heute rauskommt. Welche Charaktereigenschaften können im Dezember? Welche Charaktereigenschaften können Steinböcke im Dezember 2021 helfen, voranzukommen, motiviert zu bleiben und den Monat erfolgreich abschließen? Jungfrau, welche Charaktereigenschaften könnten Steinböcke daran hindern, erfolgreich voranzukommen? Im Positiven kommt die Jungfrau und im Negativen Merkur. Also die Karte ist sehr, sehr schön. Merkur ist der Herrscher vom Jungfrau. Wie kann das passieren, dass der Herrscher kommt auf der anderen Seite? Es ist so, schauen Sie mal, ich würde das jetzt interpretieren von der aktuellen Stand. Der Transit vom Merkur. Merkur befindet sich zurzeit im Tierkreiszeichen Schütze. Der ist extrem optimistisch, der ist zielorientiert, der schaut nach vorne und so weit nach vorne, dass der manchmal das Wichtigste vom Hier und Jetzt übersieht. Und ich glaube, das ist der Botschaft von dieser Pärchen. Jungfrau, sie ist hier und da. Im Moment, wie man das heutzutage so schön ausspricht, Jungfrau, sie beschäftigt sich damit, was
jetzt fertig gemacht werden soll, was jetzt fertiggestellt werden soll. Also es nutzt ja nichts, irgendwann den Abendbrot vorzubereiten, wenn man heute Abend etwas zu essen braucht. Und das ist das. Und der Merkur, da kann sich vielleicht in etwas vertiefen, was vielleicht in 20 Jahren aktuell wird, aber die wichtigen Sachen nicht erledigt werden. Ne? Ich mache jetzt mal einfach ein Beispiel mit der Steuererklärung. Es ist wichtig, dass man zu dem bestimmten Zeitpunkt eine Steuererklärung abgibt. Und somit wäre es wichtig, sich genau damit sich zu beschäftigen. Also wenn es die Charaktereigenschaften angeht, dann würde ich das so zusammenfassen, dass die Fähigkeit, Prioritäten zu setzen. Ich habe bei den Steinböcken, ich habe das Gefühl, dass das hat einen sehr starken Nachklang damit, was ich in dem Video Motivationsbotschaft gesagt habe, im November 2021, da war eine Geschichte darüber, dass die Steinböcke es sehr, sehr gern mögen, alles detailliert und alles bombenfest zu machen. Und das ist eine ganz große Stärke von euch. Aber es kann sein, dass, also seid mir bitte nicht böse, aber es ist so, es heißt ja nicht, dass das in allem so ist, aber es gibt so viel ich Steinböcke kenne, aus meiner Arbeit bzw. privat, es gibt mindestens eine Baustelle, es muss nicht unbedingt eine tatsächliche Baustelle sein, das ist so eine Zusammenfassung, eine Baustelle, die immer nicht zu Ende gebracht wird. Es kann 10 Jahre dauern. Also ich übertreibe damit jetzt nicht. Es kann sein, dass jemand angefangen hatte, den Garten neu zu gestalten und es dauert, keine Ahnung, also 15 Jahre und es ist immer noch nicht fertig und so weiter. Also solchen Aspekten in ihrem Leben, es wird gesagt, ja, schau hin und bringe das zu Ende. Ohne dass du zu weit wegfliegst und oder mit großen Plänen und hier wird noch irgendwie ein Haus gebaut und da pflanze ich irgendwann einen Baum, wenn es soweit ist. Also entweder pflanze das Baum oder hör so gut wie damit auf oder wenn es soweit ist, dann machst du das. Und das ist der Botschaft, dass ihr ein bisschen realistischer werdet im Dezember. Es ist natürlich, die Steinböcke sind schon sehr realistisch und sind sehr praktisch, aber ich möchte das in diesem Zusammenhang bringen, dass diese offenen Baustellen, die schon sehr, sehr lange in eurem Leben bestehen, es wäre wichtig, zu lernen, damit abzuschließen. Das wird hier ganz, ganz eindeutig gesagt. Und in meinem Video über die Motivationsbotschaft, da war auch eine Karte, die darauf hingedeutet hat. Wenn Sie möchten, können Sie es nochmal anschauen. Beziehungsweise, wenn Sie das noch nicht angeschaut haben, dann kann ich nur empfehlen, das zu machen. So ist das. Ich hoffe, ihr seid mir nicht so. Vielleicht habt ihr was anderes erwartet. Ich weiß nicht, was ihr vom Dezember erwartet habt, aber es sind zwei praktischen Karten und anders kann ich das leider nicht deuten. Ich muss euch sagen, dass das ist schon das 10. Video, was ich aufnehme. Und im Dezember sind die Karten sehr konstruktiv. Das merke ich ganz deutlich. Die Stimmung vom November, die war ganz anders. Da war irgendwie so viel Kampf, so viel innerliche Unruhe. Die Karten, die fielen mir ständig aus der Hand. Die haben ihr eigenes Leben gelebt. Und im Dezember, das ist wirklich sehr, sehr konstruktiv und sehr praktische Energie. Trotzdem, dass wir so viele Feiertage haben. Das hat mich überrascht. Ich habe das auch anders erwartet vom Dezember. Ich dachte, naja, okay, ich möchte jetzt zwar keinen Abschluss ziehen, ich möchte nur nach vorne schauen, aber vielleicht sagen die Karten was ganz anderes. Aber anscheinend habe ich die Energie doch richtig gespürt und so ist es. Nun möchte ich zu der angekündigten Ankündigung kommen. Es ist so, dass Winter ist da. Ich glaube, wir alle lesen Nachrichten bzw. wir sehen auch, was da los ist.
Es ist wieder eingetroffen in unserem Leben, dass dieses Winter ein bisschen unruhig ist und viele Menschen sind damit konfrontiert, dass sie nicht wissen, wie geht es weiter. Manche haben schon den Job verloren, die anderen vermuten, dass sie eventuell bald den Job verlieren könnten. Manche stehen vor der Frage, wie geht es weiter? Was ist meine Berufung? Was möchte ich auf jeden Fall, für was möchte ich mich weiterentwickeln? Ursprünglich bin ich die Diplomkauffrau für Personalmanagement und Berufsorientierung, das ist mein Lieblingsthema. Das ist, habe ich das Gefühl, dass das auch ein sehr starkes Thema bei mir ist. Ein Angebot mache, indem ich meine astrologischen Konsultationen für den Berufsorientierung und für die Themen, die mit beruflicher Entwicklung zusammenhängen, mache eine Vergünstigung. Es würde sich um Vergünstigung von 20% handeln. Die Dauer der Konsultation bleibt natürlich der gleiche, das ist 90 Minuten. Ursprünglich waren das 120 Euro und davon werden dann 20% abgezogen. Ich möchte, dass wir in dieser schwierigen Zeit zusammenhalten, dass wir uns gegenseitig unterstützen und ich kann euch in dem Sinne unterstützen, indem ich meine Konsultation zu einem vergünstigten Preis anbiete. Also es kann sich handeln um die Orientierung, um die Umorientierung, um die Entwicklung, um die Suche nach neuer Nische. Also alles, was mit dem Thema Beruf zu tun hat. Es ist so, dass am 4.12. haben wir den Sonnen Finsternis und dann werden sich die Achsen wechseln. Das ist der letzte Sonnenfinsternis auf der Achse Zwillinge-Schütze. Und dann geht es am 18.01., am 18. Januar, wechselt sich die Mondknotenachse in das Tierkreiszeichen Stier und Skorpion. Und diesen Zeitraum, der Zeit der Umbruch, der Zeit eines Abschlusses und neuen Anfanges, möchte ich dazu nutzen, dass wir uns um den weiteren beruflichen Werdegang uns kümmern und uns anschauen, welche Perspektiven da für euch sich öffnen. Ich möchte euch wünschen, dass ihr gesund bleibt und lassen Sie uns gegenseitig unterstützen. Genau, und am 4.12. werde ich noch bei meinem Instagram, das ist elenapavlova_de, noch dazu was schreiben, das annoncieren. Aber wenn ihr jetzt schon den Wunsch habt oder das Interesse habt, ihr könnt mich ganz einfach über Instagram kontaktieren, beziehungsweise unter den Kontaktdaten, was Sie unter dem Video finden. Bleibt gesund, liebe Steinböcke, und bis zum nächsten Mal. Tschüss!